Ja, herzlich willkommen zu GTA 5. Dicker Yoshi hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, Lust hätte auf ein Let's Play von GTA 5. Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee. Durch Neuinstallation hier habe ich eh meinen Spielstand verloren. Schon vor einigen Tagen. Und ja. Ich gehe mal ins Menü. Kleiner Story-Spoiler. So wie ich es mal gespielt habe, ursprünglich die Story. Für diejenigen, die die Story kennen, man muss sich dann ja entscheiden. Und ich habe mich halt entschieden für ihn hier. Und ja, man startet mit ihm ja auch in dem Spiel. Ja, anyway. Wir können ja gerne mal in die Einstellung kurz vorher gucken, wie ich das jetzt gerade hier laufen habe. Ich habe eine GTX 1060 und ja, mit VSync hier ist so ziemlich alles ordentlich aufgerissen. Ja. Was definitiv nicht geht, sind diese hochauflösenden Schatten, aber weiß nicht, also Schatten sind mir persönlich nicht so wichtig. Weil ich gucke mir nicht die ganze Zeit Schatten an, wenn ich so einen Third-Person-Shooter spiele, ja. Und als kleiner Tipp, diese Bildskalierungsmodus schaltet das aus, das macht das Bild total irgendwie ekelhaft verschwommen. Und ja, wir wollen das natürlich richtig spielen. Also beginnen wir natürlich ein neues Spiel. Und ja, ich werde natürlich den Story-Modus spielen, ganz klar, weil das gehört hier einfach dazu. Bei GTA 5, also GTA 5 Online, habe ich irgendwie gar nicht so viel gespielt und war jetzt irgendwie, fand ich persönlich auch nicht so geil. Also weiß ich nicht, andere finden da etwas mehr Spaß dran wohl. Es war halt einmal, dass ich mit Rollvis DIY, also Die für Do It Yourself, dass wir da mal eine Runde gespielt hatten online, so mit mehreren. Und das war auch ganz funny gewesen, aber ansonsten hat sich da für mich nicht viel getan. Ich glaube, ich habe es nicht mal einmal geschafft, mit Dicker Yoshi zusammen irgendwie auch mal online zu spielen, bislang. Und ja, genug gequasselt jetzt hier, schon 3 Minuten. Wir legen jetzt mal los und steigen hier voll ein in diese mega geile Story. Ladezeiten sind pervers, selbst von SSD im RAID 0. North Yankton vor 9 Jahren, Ludendorff. Jo, mitten rein in die Action. Ich will nur mal kurz gucken, ob er meine Einstellung hier auch behalten hat, aber das sollte eigentlich der Fall sein. Das sieht gut aus. Weil das möchte ich schon gern wissen. Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Finally! Don't do any crap! No! Shut up! Shut the fuck up! Come on! Gleich voll die Action hier. Diese Grafik, ne? Sagenhaft. Das ist. In the back! Come on! Let's go! Come on! Ich glaube, viel, viel mehr wird hier jetzt auch nicht gehen. Ich glaube, ich könnte theoretisch ein bisschen mehr Anti-Aliasing reinklatschen, aber dann geht meine Grafikkarte langsam in Richtung Ende. Vermute ich mal, ich will jetzt hier nicht im Let's Play rumbasteln. Mit VSync 60 Bilder pro Sekunde ist kein Problem und viel mehr FPS braucht das Spiel eigentlich auch nicht. Das läuft halt nun mal so. Ich habe es auch schon auf 80 oder 120 oder knapp 120 laufen gehabt und ja. Hands behind your back. Come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. Wow. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Pay attention. Ja, typisch GTA halt, ne? Wir haben nur deutsche Untertitel und ja, das ist fand Dicker Yoshi auch nicht so geil und ich
auch nicht unbedingt so, aber wenn man das dann, noch, wenn man dann noch ein zweites Mal spielt, dann geht das schon klar. What is the problem? Why are they still out here? You were meant to lock them down. Wir jetzt, glaube ich, alle in den Raum da, ne? Die Wumme draufhalten hier. Hey! Oh. All set. Phone it in. So. I'm making the call. Sind wir da eine Runde telefonieren und so? Boah. Bam. Geht richtig krank die Post ab hier. We can do this? Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. Mal eben reingelaufen hier. There it is. Das ganze Money einsammeln hier. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Ja, Mann. 200.000 knapp. Das hat sich ja gelohnt. Give it up. I got him. Oh shit. I saw your face. I'll remember you. You forget a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. Ja, jetzt kommt diese Nummer hier mit dem Charakterenwechsel, Alt-Taste gedrückt halten und dann mit der Maus rüberziehen. So. Zack, erstmal einen Kopfschuss hier. Headshot! Das ist schon echt sehr geil gemacht. Cool, um in Deckung zu gehen, genau. Und dann sollen wir ja hier wohl hin. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Oh fuck, you hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! Geh richtig die Post ab hier. We're coming through! Get out of the way or suffer the consequence! Dumb fucking cops! Don't be an idiot! Kann ich schon wieder wechseln? Nee, noch nicht. Wrong profession. Jetzt aber hier. We got a window. Let's go. Move, move, move. Move, move, move. Get down. Can't be many more cops in this town. Na komm, ich hab das doch gesehen. This is fucked, man. The thing is blown. I got my share. It's still wide open. Cars up here. Let's go. Move, come on. The kid might have failed. This wasn't in the job description. You shouldn't have been a cop. Get in their faces. Let's go. Get to the car. Wir können mal erstmal eine Runde durchschießen. Let's get out of here. Läuft ja ganz gut. Karre rein hier. You see that shit? I fucking put that bitch's face against the glass. You see that? Und ab auf die Flucht hier. Fuck, how'd that happen? Go, 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 go! Fuck. Also GTA 4 war ja echt schon geil von der Story, aber das hier, das ist irgendwie nochmal eine Schippe oben drauf. Finde ich viel besser noch. Klack, bumm. Und tschüss. Geil. Einfach nur geil. So. Ja, und dann fahren wir hier mal eine Runde. Was ich auch geil finde, ist, dass es hier Cockpit gibt, ey. Das ist ganz nice. Das passt zwar nicht so zu GTA und es ist nicht so geil übersetzt, aber der Denkansatz ist ja schon mal nicht schlecht. I say there's a chopper, there's a chopper. We stick to the plan, we're home free. Shit, 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 roadblock! Go right! Beat the train, man!
das ist auch richtig cool gemacht hier. Jesus! Wie bei The Fast and the Furious, nur dass sie es hier nicht schaffen. Bam! Oh, jetzt haben wir ein Problem hier. Fix the car, alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Hm. Ist sich irgendwie nicht einig. Where the fuck's the chopper? Fuck. Around back. Ah! Oh, the fucking bed. Someone must have fucking talked. All right, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Out of here. Oh, Jesus. Scheiße. T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out. Go. No. Motherfuckers. Ballern wir hier noch ein bisschen. You fucking cocksucker! Fuck you! Fuck you! Hey! You! You! Hey! Guys! Don't shoot! Where's the chopper? I don't know what you're talking about! Fucking stay back! You come near me, she's fucking dead! Stay back! Da konnte er auf jeden Fall flüchten. Okay. Hm. Tja. Was not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. Hm. Er tut anscheinend so, als wenn er gestorben wäre. Michael. Father, we do not know your infinite mysteries. Was zu klappen scheint. Wie auch immer das genau abgelaufen ist. Grand Theft Auto 5. Ich das ganz neu hatte, habe ich das sowas von gesuchtet. Das ist echt geil. Nee, will ich nicht überschreiben. Ja, die aktiviere es halt erstmal. Das kann ich ja später wieder aktivieren. Denn, Let's Play möchte ich gerne extra speichern. Neben meinem letzten James. Spielstand, den ich angefangen habe. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right. Ich glaube, der ist da beim Psychiater oder so, ne? The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week. I guess. Oh. Yeah. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Auf
Vielleicht gibt es dafür keinen Ärger wegen der Musik. Eigentlich ganz cool gemacht so, ne? Es ist nicht mehr so das GTA, wie man es von früher kennt. So. Es ist halt irgendwie chilliger, finde ich. Storytelling ist halt viel besser. Scarface-mäßig hier, Miami Beach, der ist da im Kopf verrückt. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Oh, fuck. Listen, darling. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Yo. Oh, shit. Come on. So, mal kurz erstmal ins Pausenmenü hier. Ich bin hier schon mal. Na gut, ich habe die Lautstärke runtergedreht, also eigentlich sollte das auch reinhauen soweit. Ja, ich verabschiede mich hier erstmal in dieser Folge und weiter spiele ich in der nächsten Folge und ja, bis dann.